neuntes internationales Garnelen-Championat 2017. Im Rahmen der Heimtiermesse Hannover fand auch wieder in diesem Jahr das internationale Garnelen-Championat statt. Beim Championat treten Züchter aus der ganzen Welt gegeneinander an und präsentieren ihre Garnelen in Schauaquarien. Zum neunten Mal wird diese Veranstaltung wieder mit großem Erfolg vom AKWB und dem Dene Verlag durchgeführt. Neben dem Championat fand auch ein sehr schöner Aquascaping-Kurs statt. Hier wurden von den Unternehmen JBL, Fluval und Tropica 10 Aquascaper auserwählt, bei denen sich vor der Messe Schüler, sozusagen Aquascaping-Padawane, auf einen speziellen Scaper bewerben konnten. Die Schüler waren somit komplett involviert und konnten ihren Vorbildern über die Schulter schauen und selbst das Aquarium mitgestalten. Und wie wir finden, sind sehr schöne Aquarien dabei rausgekommen. Championat gibt es eine Jury, welche die Tiere bewertet, damit die Gewinner auch am Ende der Veranstaltung ihre Pokale entgegennehmen können. Dieses Jahr waren wieder sehr interessante und schöne Championattiere in den Aquarien und es war sicherlich nicht leicht, die Gewinner festzulegen. Besonders die Garnelen von dem Züchter Skyfish haben das Publikum sehr stark angezogen. Aber auch alle anderen Zwerggarnelen waren sehr beliebt unter den Besuchern. Leider war auf der Heimtiermesse dieses Jahr die Aquaristik selbst nicht so stark vertreten. Mit insgesamt nur 9 Ausstellern war es sehr überschaubar. Trotzdem war dies kein Grund, sich vor interessanten Gesprächen, neuen Entdeckungen und günstigen Produkten zu verstecken. Wir hatten dort eine Menge Spaß und freuen uns, wenn nächstes Jahr wieder eine solche grundsätzlich großartige Messe in Hannover stattfindet.